Computer. Also fangen wir an. Ich werde mal das ein bisschen, wie sagt man, I will do the editing in the end. We are just recording. Okay, ich fange an. Okay, schönen guten Tag erstmal. Hallo. Hallo zusammen und hallo Helen. Liebe Studenten, liebe Studentinnen, heute haben wir Helen im Haus. Helen, heute werden wir kurz über unsere künftige Zusammenarbeit diskutieren. Was wird Helen bei uns machen? Um welches Niveau wird sie sich kümmern? Wie viele Tage pro Woche findet den Unterricht mit Helen statt? Und so weiter und so weiter. Noch ein paar Fragen haben wir noch. Helen, darf ich mal bitte kurz dich bitten, wenn du ein bisschen kurz über dich erzählen kannst, wer du bist, was du so magst und so weiter. Sehr gerne, danke Manoj. Also, ich bin in Deutschland geboren, ich bin 38 Jahre alt, ich bin vor 12 Jahren in die Schweiz gegangen. Ich habe eigentlich Deutsch und Geschichte studiert und ich habe auch in der Geschichte gearbeitet, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen und habe mir überlegt, was kann ich Neues machen? Und Ja. relativ schnell habe ich mich dann dazu entschieden, tatsächlich Deutschlehrerin zu werden. Und nicht Deutschlehrerin für Kinder, sondern Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten für Erwachsene. Und das mache ich jetzt seit knapp 12 Jahren. Ich arbeite als Prüferin für TELC, für Goethe, KDE, SDS. Ich mache sehr viele inoffizielle Prüfungen für verschiedene Institute. Ich unterrichte Experten, ich unterrichte Flüchtlinge, ich unterrichte, also jeder, der nicht Deutsch kann, An. ist herzlich willkommen bei mir und dem helfe ich gerne, Deutsch zu lernen. Weil es ist natürlich eine Frage der Integration. Wenn du im Dachraum lebst, also Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, brauchst du Deutsch. Ja, und das ist, was ich mache mit Leidenschaft. Oh, super. Und seit wann gibst du Sprachunterricht? Und wer sind deine Studenten, also Schüler eigentlich? Ja. Kommen deine Schüler nur aus Deutschland oder auch aus Ausländern? Also generell mag ich lieber das Wort Teilnehmer, weil Schüler klingt immer so ein bisschen Ja, kindlich. Teilnehmer so. Ich habe mehr erwachsene Teilnehmer. Ich habe weltweit meine Teilnehmer. Sehr viele tatsächlich auch aus Indien. Es gibt sehr viele, die aus Indien kommen und hier in der Schweiz oder in Deutschland arbeiten. Vorrangig in der Informatik oder im Ingenieurwesen. Das ist sehr, sehr typisch. Aber generell arbeite ich mit verschiedenen Firmen, um die Experten zu schulen. Aber ich mache auch sehr viel Migrationsarbeit. Das heißt, die Leute, die als Flüchtlinge gekommen sind und hier Asyl haben, die brauchen auch Deutsch, um sich zu integrieren. Ja? Und ich helfe auch sehr oft, das ganze Interkulturelle zu verstehen. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Sprache lernen ist das eine, aber Integration ist viel größer und die Leute müssen auch verstehen, wie funktioniert die Versicherung, was ist Weihnachten, warum ist Weihnachten so wichtig, ja, wie sagt man richtig guten Tag, was ist höflich, was ist unhöflich. Also das ganze Paket für Integration und das ist nicht nur Sprache, ja. Und wie viele Studenten unterrichtest du normalerweise im Monat online? Und gibst du auch Online-Gruppenunterricht oder nur Einzelunterricht? Kümmerst du dich um? Also, ich glaube, ich habe im Monat, das ist sehr verschieden, zwischen 40 und 50 Personen. Dadurch, dass ich vor allem Prüfungsvorbereitungen mache, helfe ich den Leuten entweder nur ganz schnell für 1, 2 Stunden noch ein bisschen sicherer sich zu fühlen, oder ich habe auch meine fixen Kurse. Ich arbeite an der Berufsschule, ich arbeite für andere Schulen und ich habe natürlich auch mein eigenes Standing, also meine eigene kleine Firma, wo ich auch noch arbeite für mich selbst. Also du siehst, ich habe Gruppenkurse, Einzelkurse, Zweierkurse, Fünferkurse, Zehnerkurse.
das ganze Programm. Aha. Und also das heißt, du bist eine erfolgreiche Sprachlehrerin. Ich würde so sagen. Und wann würdest du einen Sprachlehrer als erfolgreich bezeichnen? Und zählst du dich dazu, beziehungsweise eine Sprachlehrerin? Eine fantastische Frage. Also ich glaube, Erfolg ist immer eine Ansichtssache. Aha. Ja. Wenn man Erfolg mit Geld vergleicht, sind wir in unserer Branche nicht erfolgreich, Aha. weil wer eine Sprache unterrichtet, macht das nicht für Geld und macht das nicht für ein Image. Du machst das von Herzen. Es ist ein Job, der ist motiviert von Herzen, weil wir unseren Beruf lieben. Stimmt. Und ich bin absolut leidenschaftlich. Ich liebe meinen Beruf. Es ist mein Traumjob. Und Aha. deswegen würde ich sagen, bin ich für mich erfolgreich. Nach außen, wenn du nur auf Geld schaust oder auf materielle Dinge, bin ich es nicht. Aber ich bin es im Herzen und es erfüllt mich und meine Arbeit. Und ich glaube, für meine Teilnehmer ist es wichtiger, dass sie sehen, hey, unsere Lehrerin hat gute Laune, sie ist motiviert, Aha. sie ist passioniert. Das bringt ihnen mehr, als das Gefühl zu haben, ich orientiere mich nur an den Preisen. Ja. Sehr, sehr impressiv. Sehr Aber ich glaube, impressiv. das ist das Wichtige, dass man versteht, wenn du Deutschlehrer wirst oder werden möchtest, machst du das nicht für das Geld. Dann bist du in der falschen Branche. Falsches Business. Wir machen das wegen Empathie, für das Gefühl, für das, was wir zurückbekommen, dieser Dank. Ja. Natürlich, es gibt auch Situationen, die nicht erfolgreich Ja, sind, wenn jemand eine Prüfung nicht besteht. Aber ich kann nur helfen. Es ist wie eine Hebamme. Ich helfe, das Baby zu Ja, bekommen. klar. Aber am Ende muss die Person, das Baby, die Sprache selbst entwickeln. Das kann ich nicht machen. Ich kann nur helfen. Und das mache ich gerne. Super Was gerne. lieben deine Lerner am meisten an dir? Ich Also glaube, ich bin relativ lustig. okay. Also, ich habe sehr oft gute Laune. Und Ah. die ist auch nicht gespielt, die ist real, weil ich diesen Beruf so gerne mache. Und ich habe tatsächlich auch das Glück, dass 99% meiner Teilnehmenden sind super sympathische Menschen. Und ich habe sehr schnell eine sehr gute Verbindung zu den Menschen. Ich glaube, ich habe ein hohes Level an Empathie, dass ich spüre, ah, okay, die Person hat heute keine gute Laune oder diese Person hat heute viel Stress gehabt. Dann mache ich natürlich nicht 3 Stunden Crashkurs Grammatik, sondern ein bisschen langsamer und Langsam, vielleicht ja. ein bisschen mehr Muss, konversativ. okay, und Helen, bist du zertifizierte Sprachlehrerin oder Ja, hast du dir natürlich. das Sprachenlehren selbst beigebracht? Also, ich weiß nicht, wie es in Indien ist, aber ganz klar ist hier in Europa, du kannst an keiner Schule unterrichten, wenn du nicht die Zertifikate hast. Okay. Ja. Es Okay. ist ganz klar, du musst etwas mit Sprachen gelernt haben, ganz klar. Und du musst die Sprachzertifikate haben. Es ist ganz klar. Hier in der Schweiz ist es das SWEB. Das ist ein Zertifikat, dass du Erwachsene bilden und ausbilden darfst. Das ist das höchste Zertifikat. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Studienbereiche und auch Zertifikate, die du noch da drauf bauen kannst. Und natürlich, da habe ich die meisten gemacht, weil du hier, es ist das eine, wenn du etwas kannst, autark dir beigebracht hast. Es ist aber etwas anderes, wenn du das auch noch mit Theorie gelernt hast und mit Praxis belegen kannst. Also ich glaube, der Mix von allem ist definitiv wichtig und ich habe das auch so gemacht. Okay. Und wie wir schon gesprochen haben, wir von unserer Seite werden uns von A1 bis B2 rüber kümmern und dein Job oder deine Aufgabe wird sich um C1 Niveau zu kümmern. Bist du damit einverstanden? Also geht Ja, das? Oder natürlich. willst du auch dich um B2 Niveau kümmern? Niveau kümmern?
Also oder C1 nur? Ja, also Nicht-Muttersprachler dürfen bei uns tatsächlich nicht B2 unterrichten. Es ist einfach, da ist manchmal ein komischer Touch dabei. Aha. Ja? Also wir sind oft darin bestimmt, dass die Leute, die Nicht-Muttersprachler sind, maximal A1, A2, B1, wenn sie C2 haben, dann B2. Dann Ja? Okay. Aber ich bin persönlich Freund davon und auch überzeugt, dass ein Muttersprachler, eine Lehrerin, ein Lehrer, der Muttersprachler ist, spielt anders mit der Sprache und hat eine natürliche andere Melodik und Akzentuierung als jemand, der das nicht in der Muttersprache hat. Ja. Was nicht heißt, dass die Lehrer schlechter sind. Alles hat Vorteile und Nachteile. Dachte, ja, richtig. Aber ich finde, wenn wir jetzt über B2 und C1 sprechen, wo vor allem der Akzent und die Phonetik eine große Rolle spielt, mit die größte Rolle, weil das Ziel von C1 ist, ein natürlicher Gebrauch mit natürlichem Akzent, ja, mit natürlicher Melodie. Und das kann man, glaube ich, besser adaptieren von einem Muttersprachler. Okay, das ist okay, das ist super. Alles klar. Okay, hast du welche Tipps für unsere Lerner oder, wie sagt man, angehende Lehrer, Sprachlehrer, wie wir unterrichten und wie soll ein Unterricht durchgeführt werden? Hast du ein bisschen Tipps für uns oder für unsere Lerner? Also generell würde ich jede Lektion aufbauen, 25%, 25%, 25%, 25%. Da hast du alle Bausteine drin. 25% sprechen, 25% schreiben, 25% hören und 25% lesen. Mhm. Ja. Ich versuche immer alle Komponente von diesen vier Fertigkeiten in eine Lektion einzubauen und das fair aufzuteilen. Zudem empfehle ich jedem, wir Lehrerinnen und Lehrer reden gerne. Wir sind Entertainer. Das ist in unserer, das ist unser Charakter. Aber wir müssen lernen, darauf zu achten, dass ich selbst als Lehrerin oder Lehrer nicht mehr als 10% spreche. Okay. 90% dieser Bühne gehört diesen Kursteilnehmenden. Teilnehmer, ja. Auch da achte ich darauf, dass ich immer, wenn ich online sitze, sehe ich hier meine Personen, dann nehme ich tak, 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 alle regelmäßig und wieder von oben nach unten nehme ich immer regelmäßig und achte darauf, dass jeder eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Sequenz, Sprechzeit, Lesezeit und auch meine Aufmerksamkeit bekommt. Und ganz wichtig, wenn wir über Vorbereitung und Nachbereitung sprechen, ist der Punkt, denke daran, du möchtest morgen ein besserer Lehrer sein, als du es heute warst. Reflektiere dich selbst. Mach dir die Mühe, setz dich am Abend hin und überleg dir, das war heute nicht so gut. Was kann ich nächste Woche oder nächste Stunde oder morgen besser machen, um diese Gruppe besser zu führen durch diesen Kurs? Reflektiere das, was du tust. Reflektiere auch das, was du sagst. Ja. Man neigt auch als Lehrerin und Lehrer dazu, manchmal Limitierungen zu bedienen, auch Vorurteile zu bedienen. Aha. Ja. Und richte dich nicht nach den ganz Starken und richte dich nicht nach den ganz Schwachen, sondern versuche immer diesen Mittelweg, um alle Leute zufrieden zu machen. Ja. Versuch die Schwachen zu unterstützen und versuch die Starken ein bisschen zu bremsen, indem du Bonusarbeit machst. Stimmt, ja, das ist doch keine gute Idee. Also, wir müssen auch darauf achten, das stimmt. Unbedingt.
Unbedingt, ja. Helen, das war meine große Ehre, dich kennenzulernen. Und ich freue mich immer noch auf unsere Zusammenarbeit. Wie gesagt, ich werde alle Teilnehmer, diejenigen, die sich für C1-Niveau also vorbereiten, dich weiterzuleiten. Du kannst diese Lerner also trainieren für C1. Für B2 also werden wir uns drum kümmern und C1 also gehört zu dir. Das danke war, das dir war für das Vertrauen. Alles klar. Und hast du noch was zu sagen, Helen? Also, nein, sehr gerne. Ich freue mich unheimlich. Ich finde, der indische Raum ist ein unheimlich spannender Arbeitsbereich, auch für mich. Ja, richtig. Ja, dadurch, dass ich hier sehr viele, ich habe ja schon erzählt, ich habe sehr viele indische Teilnehmer. Und es spielt hier eine große Rolle, vor allem in der Schweiz, noch mehr als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ja. Dass wir sehr viele Konzerne haben, die, wo vor allem indische Mitarbeiter herzlich willkommen sind mit ihrem Know-how. Aha. Ja, und da freue ich mich natürlich immer darüber. Es ist ein bisschen eine Win-Win-Situation, weißt du? Ja, richtig, stimmt. Ich freue mich, dass ich helfen kann und ich freue mich natürlich aber auch, dass ich noch mehr Insights bekomme über Indien und noch ein bisschen mehr dazu lerne. Stimmt, auf jeden Fall. Danke vielmals dafür, Kel. Kein Problem. Also ich danke dir. Du brauchst nicht zu danken. Ich danke dir von meiner Seite, dass du agreed bei uns zusammenzuarbeiten. Ne? Okay, und wie viele Tage pro Woche wirst du dran arbeiten? Also 3-mal in der Woche, 5-mal in der Woche und was wird die bestimmte Zeit sein? Also das kommt ganz darauf an und da bin ich relativ offen, dass mit der persönlichen Gruppe ganz im E-Mail oder per WhatsApp das ganz normal miteinander zu besprechen. Mhm. Durch die Zeitdifferenz müssen wir natürlich ein bisschen darauf schauen, ja, dass ich ja nicht noch schlafe oder ihr nicht schon schlaft. stimmt, richtig. Aber ich glaube, ich bin da relativ flexibel, dass wir da eine gute Zeit finden können. Und wir müssen ehrlich sein, wir haben momentan die Corona-Situation und ich weiß, viele Leute sind zu Hause. Das bringt uns ein bisschen mehr Freiraum, eventuell auch an den Vormittagen oder an den Mittagen mal eine Stunde während des Mittagessens Deutsch zu lernen. Und es stört mich nicht, wenn jemand nebenbei eine Suppe isst. Das ist für mich kein Problem. Kein Problem, ja. Okay. Deswegen glaube ich, da bin ich relativ flexibel, dass wir sagen, ob 2-mal oder 3-mal in der Woche, das darf wirklich Gruppe für Gruppe oder Person für Person mit mir ganz persönlich individuell. Alles klar, Helen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch keine Fragen und keine Informationen, aber falls du was noch zu sagen hast, kannst du auf jeden Fall mir sagen. Ja, ansonsten danke ich dir und schönen Tag wünsche ich dir noch. Tschüss. Tschüss, Helen.